Schauen wir mal, ob wir jetzt hier hochkommen. Oh je, Taschenlampe. Ganz dringend Taschenlampe. Ohne die Taschenlampe läuft hier gar nichts. Ich erkenne hier sonst nämlich nichts. Okay, wir müssen hier hoch. Hier habe ich nichts übrig gelassen, Leute. Ich werde meine geliebten Melonen nicht kriegen. Ich habe die alle aufgemampft, statt die einmal abzubauen. Mir fällt aber auch jetzt gerade nicht so spontan ein, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, an diese Melonen zu kommen. Mal schauen, ob ich hier noch welche habe, weil hier oben war, glaube ich, auch noch ein Beet. Aber da ist nicht das drin, was ich brauche. Okay, Ja, dann muss ich mal auf der anderen Insel durchs Portal gehen. Das habe ich sowieso die ganze Zeit noch nicht gemacht. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich vielleicht sogar hier auf der Insel dann rauskomme. So, da ist die Seemotte, da machen wir uns auf den Weg hin. Janis, Dankeschön für 12. Liebe geht raus. So. Geht jetzt langsam Tag Richtung 76. Mahlzeit, Janis.
So. Na, wir müssen noch weiter hier lang. So, dann werden wir nämlich jetzt mal testen, wo das Portal hingeht auf der Insel hier. Bis jetzt hatte ich ja kein Portal, wo ich irgendwie hier auf der Insel rausgekommen bin. Von daher müssen wir mal schauen. Oh, da sieht man auch, das Gebäude ist komplett deaktiviert mittlerweile. So. Hier oben lang ging's zum Portal. Moin, Werfergerste. Ich guck mich mal ganz kurz hier nochmal eben um. Hier ist aber an sich nichts Interessantes. Speichern. Okay. Ich bin an einem Ort, wo ich noch nicht war. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt hier auf der Floating Island ist oder... Werden wir jetzt herausfinden. Ist die Floating Island. Okay, dann weiß ich schon mal jetzt, wo das Portal hier hingeht. Wir sind damit rüber auf die Floating Island. Okay. Dann ist das jetzt erstmal leider nicht von Relevanz. Dann habe ich leider keine Möglichkeit mehr, an die Melonen ranzukommen, weil ich die alle aufgefuttert habe. Oh Gott. Dann haue ich mir ein paar Knollenbäume in die Base, Leute. Gar kein Problem. Knollenbäume sind auch schön stark. Kann man auch gut nutzen. Lieber einen schönen Knollenbaum als gar nichts.
Wir sind jetzt mittlerweile bei Tag 76 angekommen. So, dann nehmen wir hier ein bisschen von dem Knollenbaum mit. Und pflanzen das nochmal an. Mich würde echt mal interessieren, ob das da hinten der einzige Sea-Imperator ist, der hier rumschwimmt. Oder ob die anderen, das waren ja 5 Stück an der Zahl, auch irgendwo an anderen Positionen rumschwimmen. So, da in die Richtung müssen wir. Ein bisschen was haben wir noch vor uns hier. So. Wir sind zurück in der Heimat, Freunde. Moin, Leon. Welcome aboard, Captain. So.
Kann man eigentlich die Karte wieder komplett deaktivieren? Ich habe das Gefühl, die frisst gerade die ganze Zeit auch Strom. So, zack, kriegen wir alles angepflanzt hier. Vielleicht muss ich aber auch einfach nur mal schauen, dass ich wieder ein paar Solardinger mache. Das Kreaturenei kann ich hier aber nicht machen, ne? Ich hatte gedacht, die kann man da reintun, die Kreatureneier, dass man einen größeren Fisch drin halten kann. Aber scheinbar ist dem so nicht. Meine ich, glaube ich, denke ich, sind so Aussagen, wo ich immer sehr, sehr wenig Vertrauen drin habe. Moin, Dulia. Oh, neigt sich Tag 76 jetzt auch langsam dem Ende zu. So, das Vieh ist tot. Anzi, auch schon da. Ach, du hast ja die Woche frei, ne? Linsorfly, moin! Aber ich sag mal so, ich habe ja im Grunde genommen nichts zu verlieren. Wir können halt Ei da einfach reindroppen und wenn es verschwindet, ist es halt weg. Okay, wir haben kaum noch Quarz wieder. Für den Bau weiterer Solartechnik benötige ich aber wieder Quarz und Titan. Ich könnte aber auch alternativ überlegen, einfach einen weiteren Kernreaktor zu bauen. Einfach noch einen betreiben. Aber da müssen wir wieder jede Menge Titan holen, ne? Auf jeden Fall
erstmal wieder ordentlich Titan, um das zu machen. Ja. Ich weiß, wo ich gut Schrott nochmal holen kann, je nachdem. So. All systems online. Hier haben wir schon mal wieder Schrott, ersten. So. Meinst du Below Zero, Linsor Fly? Ja, also je nachdem wie gut Subnautica, ich schneide ja die 100 Tage zusammen. Deswegen nehme ich das ja auf, ich will ja ein Video machen. 100 Tage Subnautica, der Film. Und das wird halt ein richtig aufwendiges Video, weil das wird am Ende auch 1,5 bis 2 Stunden gehen. Weil ich komplett die 100 Tage, die ich jetzt gerade spiele, schneide ich auf ein 1,5 bis 2 Stunden Video runter. Mit Voice Parts und allem drum und dran, ne? Also sehr hochwertig und aufwendig produziert das Video. Wenn das richtig gut ankommen sollte, dann werde ich sehr, sehr, sehr viel von solchen Videos machen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall jede Menge Schrott eingepackt. Den bringen wir jetzt erstmal zurück. Machen daraus Titan. Ich kann hier jederzeit noch holen. Hier ist ein riesiges Paradies. Da gibt es noch mehr als genug zu holen. Ich habe noch Below Zero auf dem Plan dann. Ich würde das dann wahrscheinlich in Valheim machen. Ich würde das wahrscheinlich in Sunken Land als nächstes sogar je nachdem machen. Ich würde aber auch zum Beispiel sowas wie Farming Simulator machen. Oder auch zum Beispiel 100 Stunden Planet Coaster 2, der Film, ne, wo ich dann 100 Stunden an einem Park baue und das auf 1,5 bis 2 Stunden schneide. So, mein Plan ist eher ein bisschen weniger Videos auf meinem YouTube-Kanal zu bringen, nicht mehr daily, aber dafür dann richtig krass aufwendig hochwertige Gaming-Videos. Weil irgendwas muss ich machen. Diese Daily-Videos, die ziehen halt einfach nicht. Damit mache ich 1000 bis 2000 Aufrufe. Aber ich will ja mit meinem Kanal auch Wachstum erreichen. Und die Leute wollen halt aufwendige Videos, ne?
Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich mich ein bisschen den Erwartungen anpasse. Und ich glaube, die meisten von euch würden wahrscheinlich sich auch eher so ein 1,5-2 Stunden 100 Tage Subnautica Video angucken, als ein Subnautica Let's Play, wo 60, 70 Parts kommen, ne? Kann ich auch verstehen. Die Leute wollen das halt mittlerweile eher kompakter, viel auf Unterhaltung ausgelegt. Und ja, das versuche ich jetzt irgendwie mit Gaming-Videos so ein bisschen dem gerecht zu werden. So, Tag 77 ist angebrochen. Sehr schön. Ja, sag ich ja, Dulia. Ist ja auch verständlich. Das ist der Trend, ne? Die Leute, und das ist ja, wenn ich dann, weiß ich nicht, einen 90 Minuten oder 120 Minuten Subnautica-Video raushaue, wo jede einzelne Minute super spannend ist mit Voice-Over und allem drum und dran, das werden die Leute mehr fühlen als 70 Parts Subnautica, ne? So, und wer das ausführliche Let's Play sehen will, das wird alles auf dem Variety-Time-Kanal ungeschnitten hochgeladen. Wer dann sagt nach diesen 120 Minuten oder so, ey, das war so geil, ich würde gerne jede einzelne Sekunde davon genießen, der kann dann auf Variety-Time gehen. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept, das so ein bisschen aufzusplitten und diese beiden Kanäle zu haben. So. Okay, es könnte sein, dass ich meine Zyklop eben gleich einmal umparken muss. Ah, es sieht ganz stark danach aus, weil die steht, glaube ich, jetzt ein bisschen im Weg rum. Ah, wobei, es könnte noch hinhauen, je nachdem. Müssen wir mal schauen. Okay, ich glaube, ich parke die mal ein bisschen um. Welcome aboard, Captain. All systems online. Nee, das ist auch nicht so für mich von Interesse, das Game. Ich bin kein Fan von Rust. Und nur weil Trimax und Co. das gespielt haben und lustig fanden und die Zuschauer das enjoyed haben, zocke ich das Game nicht direkt. Das hat dann aber eher damit zu tun, Dulia, weil die Playlisten von den Leuten nicht sortiert sind. Bei mir sind die sortiert und ich lasse die ganze Zeit so laufen, die Playlisten. Nachts im Stream. Da spielt der ein Part nach dem anderen. Die müssen halt in der Reihenfolge sortiert sein. Nee, wie gesagt, mich interessiert das Game nicht hin. Moin, Dex. So, okay, jetzt haben wir die umgeparkt. So, kurz hier snacken. So. Boah, ist das mittlerweile eine große Basis geworden. Wow. Oh oh. Why?
Das kann nicht sein, dass ich jetzt einen Hüllenbruch habe, Leute. Ich hatte über 30 Hüllenstärke. Warum zur Hölle ist hier ein Dings? Ich bin bei Tag 77. Also, das check ich gerade absolut null. Ist das jetzt, weil ich mit dem, weil die Zyklop dagegen geknallt ist? Das ist bestimmt, weil die Zyklop hier gegen geknallt ist. Okay, passt. So, okay. Dann brauchen wir als nächstes 3 Blei und einen erweiterten Kabelsatz. Okay, da müssen wir einmal hier 1, 2. 1, 2. 2. Blei, Blei, Blei. 1, 2, 3. Okay, und Tischkorallen brauche ich noch. 2. So. Ach nee, warte, wir müssen noch den erweiterten Kabelsatz jetzt herstellen. So, genau. So, oh. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder Brennstäbe herstellen. Boah, da müssen wir wieder Glas und sowas holen. Egal, halb so wild. Boah, ey, guck mal, wie viel Energie wir gleich speichern können. Das ist so krank. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall Quarz ranholen. Ich muss den Scanner nochmal laufen lassen. Der G braucht ein bisschen Quarz. All systems online.
Okay, jetzt warten wir ganz kurz. Ah, da findet er schon das erste Quarz. Sehr schön. So. Da gibt es noch mal ein bisschen Quarz zu holen. Nee, Tinten, ich bin da schon länger nicht mehr am Stream. TikTok tut mir einfach zu wenig für ihr Livestreaming. Das ist giga nervig. Die haben Features, die sind nur verfügbar, wenn du über Handy streamst. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Und du kannst auch den Chat und sowas dort nicht sehr gut verwalten. Es gibt zum Beispiel nicht mal eine Einstellung, dass du sagen kannst, Leute müssen deinem Kanal folgen, um schreiben zu können oder so. Also so grundlegende Basic-Features fehlen mir halt einfach, um sagen zu können, bei TikTok kann ich vernünftig streamen. Und bei YouTube ist genau das gleiche Problem. Was aber bei YouTube noch hinzukommt ist, ich habe zum Beispiel auf Gamers Time ja gestreamt und habe dann abends, als ich schlafen gegangen bin, VOD laufen lassen hier vor meinem Variety-Time-Kanal. Und ich habe einen Copyright-Strike für meinen eigenen Kanal bekommen. Dagegen habe ich Einspruch, also nicht Copyright Strike im Sinne von, ne, dass jetzt mein Kanal einen Strike hat. Ich habe eine Verwarnung bekommen. So, die läuft im Dezember ab. Ich habe aber Einspruch eingelegt, weil ich gesagt habe, das ist ja mein eigener Kanal und so haben die abgelehnt. Die haben mir den Einspruch für meinen eigenen Kanal abgelehnt. Und da habe ich gesagt, okay, dann streame ich einfach nicht mehr auf YouTube, dann können die mich mal. Vor allen Dingen hat das Ewigkeiten gedauert, bis sie mir den Grund gegeben haben, weswegen der Strike ist. Weil ich dachte erst, das war, weil eine Werbung lief. Aber das war halt, weil ich vom Variety Time auf dem Gamers Time Kanal Videos gestreamt habe. Und das, obwohl der Variety Time Kanal sogar noch mit verlinkt ist und der Gamers Time Kanal. Also die sind gegenseitig verlinkt auf den Kanälen. Das ist so dumm. Tag 77 neigt sich langsam dem Ende. Geht's über zu Tag 78. Geil!
Wir kommen langsam aber sicher immer weiter voran, Leute. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Quarz rangeholt. Das sollte erstmal reichen. So, 3 Glas. Ich hätte auch direkt das 4. herstellen können. Ich packe das aber erstmal hier rein. So, dann brauchen wir 4-mal Blei. Oh, habe ich das einen Quarz zu viel reingetan. So, wir brauchen 4-mal Titan. Boah, ich weiß nicht, ob ich 12 von diesem Uraninit habe. So. Eins. Ah, ich kann nur 2 Stück machen. Ich muss welches holen noch. Und ich glaube, das gab es nur unten im Lost River. Oh, die sind jetzt inaktiv. Also der eine zumindest. Aber ich tue jetzt erstmal für den einen da Dings machen. Brennstäbe. Kurz gucken, wie sieht's hier aus? Ich habe das Gefühl, die können überhaupt sich gar nicht aufbrauchen, die Dinger.
Okay. Sehr schön. Die Base ist wieder ordentlich versorgt. Jetzt hauen wir noch in den einen Bioreaktor-Dings rein. Und dann sollte das hier alles wieder richtig gut laufen, glaube ich. Ja, so langsam wird es auch wieder Tag. Ich meine, ich kann mal versuchen, wenn es das hier gibt. Nee, ne? Doch, da. Ich kann mal versuchen, danach zu scannen. Ah, doch, der findet hier welches. Das ist, glaube ich, das ist am Eingang zum Lost River. Okay. Ja, dann machen wir uns auf den Weg dahin, Leute. Guck mal, 3 Stück hat er da schon. Das wäre wieder ein Brennstab. Let's go. Gucken wir mal, ob wir hier an den Wänden noch was finden, ne? Wofür sind die Scans, die du immer machst? Dann sehe ich genau, wo ich langfahren kann, überall. Siehst dann sehr gut die ganzen Felsformationen und alles. Cory Viral, moin! Ach, guck mal. Wunderschön, Leute. So. Da können wir auch noch die letzten beiden Brennstäbe, die ich haben will, machen mit. Mich irritiert das. Hä, was irritiert denn daran? Du kriegst die ganze Fläche hier gut markiert. Du siehst dann halt einfach besser, wo du lang musst, wenn das Wasser zum Beispiel saunebelig ist, wie hier jetzt. Guck, da sehe ich ja jetzt hier im Voraus die ganze Felsformation. Das ist ja vor allen Dingen gut, wenn du durch Höhlen fährst, die komplett schwarz sind, weil du nichts erkennst und dir dann so die Wege angezeigt werden besser.
Ist doch voll hilfreich, das ist extrem hilfreich. Damit hätte ich viel eher spielen müssen. So, jetzt kriegt er nochmal einen Boost, der Kernreaktor. Mit den letzten beiden Brennstäben. Dann haben wir den jetzt bei voller Leistung. Jetzt lädt alles wieder schön gegen auf. Moin Saftbockwurst, alles gut? So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Runde Schrott sammeln, damit wir auch wieder Titan haben. Mein Plan ist, je nachdem noch ein zweites Tauchdock zu bauen und dort nochmal einen Krebs reinzumachen. Damit ich dann einen noch hier in der Base habe. Den anderen habe ich ja zurückgelassen. Ein großer Vorteil von dem Sonar ist auch, dass man damit alle möglichen Gegner im Voraus sieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns hier auf dem Weg zur Aurora machen. Und hier gleich die Leviathane unterwegs sind, dann sehen wir die schon. Hier erkennt man jetzt noch nicht so viel. Setzt man so nah ein, zack, sehen wir hier schon mal alles. So, und jetzt fahren wir hier hinter durch. Hier haben wir jetzt die Dunes. Jetzt setze ich den nochmal ein. Und zack, da habe ich doch schon Leviathan schwimmen sehen gerade. Da. Sieht man den schon. So, hier haben wir, glaube ich, noch jede Menge Schrott gehabt. Guckt euch das mal an, das ist so ein Paradies hier. Hier liegt alles voll mit Schrott. Da kannst du so schnell das Inventar mit voll machen. Hier liegt auch noch welches. So, zack. Dann geht's wieder zurück zur Base. So, mittlerweile bei Tag 79 angekommen, ne? Oh, ich muss den Scanner gleich noch deaktivieren. Der muss ja jetzt nicht mehr laufen in der Zeit.
So, da machen wir jetzt erstmal ordentlich Titan raus. Okay, sehr schön. Jede Menge Titan, Leute. Der Schrank ist wieder ordentlich voll. Jetzt müssen wir uns mal um unsere Gelsäcke noch kümmern. Hier haben wir eine unendliche Plantage. Schick hier. So, hier können wir noch mal komplett das ganze Beet abbauen. Oh, Inventar ist voll. Wir müssen erstmal wieder hier anpflanzen. Ich glaube, den kriegen wir auch noch komplett voll. Sehr geil. Boah, guckt euch das mal an. Also, wie viel Gelsäcke das sind. Holy. Gefühlt haben wir jetzt unendlich Gelsäcke, Leute. Da kann man schon... auf jeden Fall eine sehr große Menge Aerogel herstellen. Brauchen wir halt nur die Rubine immer. Die sind der einzige Bottleneck jetzt. Oh, Tag 79 neigt sich dem Ende. Es geht Richtung 80. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir nochmal 10 weitere Beete dran bauen.
So. Okay, perfekt. Da pflanzen wir dann Seetang drinne an. Und holen wir jetzt noch einmal ganz kurz Luft. Dann holen wir jetzt ein bisschen Seetang. Ganzen Scheinwerfer meiner Basis. Das ist, also die Basis, finde ich, die ist schon ein Prachtexemplar geworden. Für Subnautica-Verhältnisse kann die sich sehen lassen. So, okay, die müssen sich dann erstmal vermehren. Dann machen wir uns jetzt an die nächste Sache ran, Freunde. Und zwar bauen wir jetzt als nächstes nochmal einen Tauchdock. Wir brauchen wieder Blei. Das heißt, er muss nach Sandsteinbrocken suchen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, ja. So, dann müssen wir jetzt als nächstes ein paar Sandsteinbrocken wieder farmen. Ach, das ist der, der im Boden drin war. Und ich kann auch mal den Bauplan oben wieder abpinnen, ne? Den brauchen wir auch nicht mehr. Die hier drinne sind. Krass. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch ein Schmieröl. Genau, da muss ich jetzt einmal wieder hier oben hin. Das holen wir schnell. Tag 81 ist angebrochen. Tag 80, nicht 81. Viel zu wenig Survival Games haben so eine richtige konstante Tagesanzeige. Das ist geil. Ich mag sowas. Ich mag generell bei Survival Games zu sehen, wie mein Fortschritt ist in x Tagen. Das finde ich zum Beispiel auch bei Ark immer sehr geil. Zu sehen, wie viele Tage im Spiel vergangen sind, wenn ich den ersten Boss besiegt habe. Oh, wir brauchen noch einen Titanstahlbarren. Brauchen wir nochmal zwei davon. So.
Dann als nächstes wird das hier erstmal kurz abgerissen. Dann kommt hier das nächste Tauchdock hin. So, und hier wird die Hüllenstärke wieder dran gebracht. So, jetzt würden wir gerne als nächstes dann natürlich nochmal einen Krebs bauen. Da müssen wir jetzt mal schauen, Leute. Und zwar, wenn wir den bauen wollen, was brauchen wir denn alles für den Krebs? Müssen wir mal ganz kurz schauen, wo habe ich den denn überhaupt? Da, Krebs. Okay, ja, okay, das wird ein bisschen aufwendiger, aber das kriegen wir schon hin. Also Diamanten haben wir auf jeden Fall zwei. So, Aerogel sollte kein Problem sein, weil Rubine haben wir doch bestimmt noch auf Lager. Ja, zwei Stück haben wir hier. Emailliertes Glas ist kein Problem, kriegen wir auch hin. So, wir müssen wahrscheinlich nur wieder Schrott gleich ranholen. Schaffe ich aber auch easy. Boah, da können wir gleich schon wieder vermehren. Ist das krank. So. Die sind alle hier am Wachsen. Okay, ich dachte, ich kann da schon was von ernten. Okay, dann machen wir uns jetzt schnell auf den Weg. Ja, warte, ich nehme hier mal hier Wasser raus. So, dann ist das nämlich wieder voll. Hier packen wir das Silber rein und hier das Gold. So, dann machen wir uns ganz kurz nochmal wieder auf den Weg und dann holen wir nochmal ein bisschen Schrott. Da kommen wir ja ganz easy an Titan dran. So. Gucken wir mal. Hier sollte eigentlich auch noch einiges an Schrott liegen, was ich mitnehmen kann.
Okay, Inventar ist schon wieder voll. Das geht so schnell hier mit dem Schrott, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Jetzt haben wir jede Menge Titan wieder. Die Barren, das Lithium, was ich habe, reicht gerade so aus für die zwei Barren, die ich noch brauche. Das ist gut. Dann machen wir jetzt erstmal schnell Titanstahlbarren. Oder Titanbarren, so. Und jetzt kommen nämlich die Plastahlbarren. So. Zack, haben wir auch zwei. So, das restliche Titan können wir hier reinpacken. Jetzt müssen wir noch einmal Blei ranholen. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder nach Sandsteinbrocken scannen. So, das haben wir ausgetauscht. Perfekt. Dann belieben wir mal, dass ich jetzt relativ schnell das Blei zusammenbekomme für den Krebs. Dann können wir den nämlich direkt bauen. Nice, ein Blei haben wir. Da brauche ich gar nicht versuchen, das ist der, der da in der Säule drinne ist. Schade, da war Gold.
So, hier haben wir ganz schön viele auf einmal. Hier muss ja irgendwie ein Höhlensystem oder sowas sein. Gucken wir mal. Silber. Sehr schön, haben wir. Okay. Dann fertigen wir jetzt hier den Krebs an. So. Und wir haben jetzt eine Docking Station auch noch mit einem Krebs dabei. Sehr geil. Ich bin zufrieden, Leute. Na, Tag 80 geht jetzt auch langsam zu Ende. Die Zeit vergeht wie im Fluge hier gerade. Was ich jetzt noch machen könnte, theoretisch, wäre aus dem anderen Krebs noch die Module zu holen, weil die braucht er eh nicht. Der steht da nur drinnen in dem Dings rum. Da könnte ich mich mal eben auf den Weg hin machen. Zeit ist ja genug da. Mal schauen. Thank you.
Intake recommended. Kalorienaufnahme empfohlen, ja. Warte, das kann ich ja eben schnell an der Insel machen. Da sind auch hier diese Knollenbäume. Die nehmen wir eben schnell. Nehmen wir uns schnell was hier mit. Oh, was haben wir denn hier liegen? Maschinenfragment von der Zyklop liegt hier einfach am Strand direkt. Das ist natürlich krass. Vital signs stabilizing. So. Oh, ich darf da nicht hochgehen. Oh, das heißt, ich kann aber auch nicht die Module rausnehmen, ne? Okay, ich dachte, wenn der Krebs da in dem Dings ist, dann kann ich ohne Probleme die Module rausnehmen. Das geht scheinbar nicht. Okay. Da müssen wir ihm die extra neu bauen. Das sollte aber kein Problem sein. Scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Oh, wir sind bei Tag 79 übrigens. Okay, sehr gut. Ja, hier habe ich auch noch nicht alles gescannt, ne? Oder ich könnte mich zumindest mal hier umschauen, ob ich hier noch was finde, was interessant ist. Blaue Seepocken. This area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Okay. Rotgarbe. Höhlenbusch. Ich habe schon so viel gescannt. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Wickelpapyrus. Ist ja komplett verrückt. Der unendliche Schlaf. Okay, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück. Hier drinnen könnte man aber theoretisch auch mit dem Krebs richtig gut Ressourcen farmen, wenn ich das so sehe. Okay, das sind alles Fische, die ich schon gescannt habe.
Schade. Ich hatte gehofft, dass ich die Modifikation mitnehmen kann, aber dem ist leider nicht so, Leute. Also geht's wieder back. So, jetzt haben wir Tag 80 mittlerweile. Ich will aber mal eben schauen, Leute. Ich fahre mal eben hier links um die Insel herum. Mich würde mal interessieren, ob hier auch ein Seeimperator unterwegs ist. Oder ob es nur diesen einen einzigen bei der Floating Island gab. Oh, ich glaube, ich sehe da hinten einen Leviathan, ja. Den gescannt kriege. Ist halt sehr flott unterwegs, ne? Das ist das Problem. Oh je. Hätte ich mir vielleicht Medikits für einpacken müssen, wenn ich so Unternehmungen mache. Ich glaube, ich habe keine dabei, ne? Nee. Okay, da müssen wir nochmal Medikit holen. Dann mache ich mich auch gleich mal eben schnell voll. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir auch die Scans noch ab, die ich eh machen wollte, ne? So. Ich glaube, es gibt sowieso nur noch zwei Gegner, die ich scannen muss. Das ist der Leviathan und dann der Ghost Leviathan. Ich glaube, den Rest habe ich alles durch die Bank weg gescannt. Man hat leider nicht so ein Menü, dass man hier sieht, wie viel von was man gescannt hat, ne? Tiere, 24. Leviathan, Riffrücken. Ach, das ist auch ein Leviathan und Seewanderer auch. Okay. Ach, keine Sorge, Cory Viral, das kriegen wir hin. Vertrau mir.
So. Back in der Base. Okay. Was zur Hölle machst du hier drin? Ich habe einen fliegenden Rochen in meiner Base. Zack, voll geheilt. Guck mal, das Eis geschlüpft. Wir haben so einen kleinen Babysandhai jetzt hier drinne. Das ist doch geil, oder nicht, Leute? Okay, Knollenbäume. Wir brauchen ein bisschen Energie von den Knollenbäumen. Dorku, moin, alles gut? Müssen wir erstmal den Generator wieder befüllen, hier den Bio. Verstehe selber nicht, warum der aus ist, aber egal. Der hier ist noch voll. Okay, dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz an Bord von der Zyklop. Weil ich hole mir jetzt ein paar Medikits, die nehmen wir mit. Baldur, moin. Das höre ich gerne. So, nehmen wir zur Sicherheit mal mit. So, der nächste Leviathan, der schnell in der Nähe ist, wird wahrscheinlich dann in die Richtung sein. Oh, ich glaube nicht nur du, Baldur. Ich glaube nicht nur du. Turtle the Stone. Moin. Alles gut? Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. So.
Warum greift er dich nicht an? Naja, weil er die ganze Zeit das Schiff an in seinen Klauen hatte. Das hat ihn quasi abgelenkt. Dieses Tier ist fast nur Muskeln. Sehr kleines Gehirn. Kein Sinn für Moral. Nur Muskeln, Sehnen und Zähne. Anmerkung zur Motivation. Glückwunsch, dass du zum Scannen nah genug herangekommen und noch am Leben bist, um die Ergebnisse zu sehen. Ja, Mensch. Jetzt gibt's nur noch den Ghost Leviathan. Ich weiß halt nicht, wie stark der ist, ne? Aber den muss ich auf jeden Fall auch versuchen zu scannen. Also den will ich auch gerne scannen. Selbe Taktik? Ich weiß ja nicht, ob der sich genauso verhält wie der Leviathan, ne? Das ist die Frage. Ob der sich durch einen Dings ablenken lässt. Aber ich glaube, der macht meine Motte mit einem Schlag kaputt. Ich glaube, Leute, wir nehmen unser U-Boot und fahren nochmal in die Tiefe und dann wird jetzt versucht, der Ghost Leviathan zu holen. Dann gibt's nochmal ein bisschen U-Boot-Action. Ah, Tag 81 neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Jetzt geht's auf 82. Zack.
So, wir sind jetzt oben am Lost River Eingang. Ich mache jetzt gleich... hier erstmal den Switch auf die Cam. So, jetzt sind wir hier weiter oben. Ich muss jetzt aufpassen, da unten. Da unten kommt die Schlucht. Oh, ich bin zu nah hinten dran. So. Hier ist die Boje. U-Boot drehen. Ja, genau. Jetzt weiter runter. Das müsste eigentlich gut passen. Oh, links ein bisschen, ja. Okay, aber ich glaube, wir kommen gerade ganz gut runter hier. So, dann stellen wir den schon mal aus, weil sonst frisst das hier Unmengen an Strom. Dann switchen wir jetzt auf die Cam. Moin, Sirene, ja. Ich hoffe, alles gut. Und es geht rein, Freunde. Also, Hauptmission ist jetzt, den Ghost Leviathan einzuscannen. Ich habe keine Ahnung, wie stark das Vieh ist. Das habe ich noch nie gemacht, aber... heute soll der Tag sein, wo ich das zum ersten Mal mache. Oh nein, hier sind wieder die Kraken, ey. Okay, ich glaube, der beste Spot, um gleich zu parken, wird hier sein. Der Ghost Leviathan, der wird hier unterwegs sein. Der patrouilliert hier. Eigentlich müsste ich den auch schon hier fast sehen. Ja, ich mache ein 100-Tage-Projekt in Subnautica. Okay, sehr gut. Wir haben aber nichts abgekriegt. Hat ja gar keinen Damage gemacht. Okay, warte. Bevor wir rausgehen, eine Sache. Wir fuden. So, dann wird angepflanzt neu. Ich habe genug Stuff zum Heilen mit. Oh, warte. Wir können nochmal zweimal essen auf jeden Fall. So, Scanner haben wir dabei. Der liegt auf der 1. Let's go. Okay, nee, der ist ein bisschen weiter weg. Wir fahren noch ein bisschen näher ran. Das ist zu weit.
darf natürlich nicht zu nah mit der Zyklop ran, weil ich will ja nicht, dass er die ganze Zeit attackt, aber das ist noch sehr weit entfernt. Da können wir auf jeden Fall noch was ran. Da ist der. Engine powering down. Speichern. Alright, auf geht's. Ich glaube, er ist gleich getriggert auf mich. Nee. Okay, das ist ein Phantom-Jungtier. Gibt es auch noch Ausgewachsene von denen? Okay, jetzt ist die Frage, wo ist das große Vieh? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe gedacht, das ist der Ausgewachsene. Wo ist der denn? Den will ich jetzt auch haben. Warte mal. Gucken wir mal ganz kurz. Also. Eine weiche Außenmembran und ein langgestreckter Körper. Beurteilung meiden. Och nö. Okay, ich glaube, der lässt mich in Ruhe. Oder ist das die Vorstufe von dem normalen Leviathan, der oben rumschwimmt? Engine powering up. Gibt auch einen großen. Ist der hier unten im Lost River? Bro, lass doch mal ein, was ist denn los mit dir? Ich fahre jetzt erstmal ganz kurz hier runter. Also wenn es den noch in groß gibt, dann fehlt nur noch der mir, glaube ich. Weil ich habe sonst alles gescannt, was es so gibt.
Aber die Frage ist, wo ist der große Phantom-Leviathan dann? Der ist in der Nähe von der Alien-Basis. Okay, alles klar. Ja, dann weiß ich, wo ich hin muss. Ja, ich krieg das mit der Hülle. Ich würde aber ganz gerne, wenn es jetzt geht, hier in der Nähe. Von der. Oh. Von dem Hitzeding stellen, weil dann lädt der sich jetzt erstmal auf. So. Ja, komm. Ich glaube, das war sogar schon alles, ne? Der ist, glaube ich, wieder ganz. Ja, der ist jetzt bei 70%. Warte mal. Wir machen mal eben ganz kurz die Engine aus. Okay, der ist auch wieder voll. In der Nähe von der Alien-Basis, okay. Ich glaube, ich habe sogar dann alle Leviathane im Spiel, ne? Ich weiß nicht, ob es insgesamt 5 gibt. Ich habe die Riffrücken, den Seewanderer, das Phantom-Jungtier und den hier habe ich. Ne, Sea Dragon kommt. Den Sea Dragon kann man auch scannen. Okay. Der kommt unten im in der Lava-Zone. Dann werden wir auch noch den Sea Dragon versuchen zu holen. Boah, das könnte was werden. Nee, das ist kein Problem, Sirenia. Ich bin schon mit Story und allem komplett durch. Ich bin gerade einfach alles Mögliche am machen, damit ich so produktiv wie nur möglich in den 100 Tagen bin. Deswegen versuche ich jetzt gerade die ganzen Leviathane zu scannen. Das werden wir jetzt mal schauen, ob hier unten wirklich ein großer ist. Ist hier sicher, Speed, dass hier einer ist? Für mich sieht das auch so aus, als wenn hier keiner wäre. Vielleicht geht's ja auch gerade zum Ende der Welt und deswegen denken die Leute, der ist hier.
Da ist aber einer. Das ist der Große? Okay, speichern. Geht's da unten in die Lava-Zone? Ja, ne? Nee, das ist auch ein Jungtier, ne? Ich glaube, das ist kein großer.